Die Musik hier, die ist mal wieder schön abgespaced. Wunderbar, tolle Sache. Nehmen wir mal wieder unseren eigenen Sender. So. Gut, deswegen würde ich sagen, fahren wir mal wieder rüber. Und dann gucken wir. Brücke bist du auf meiner Seite? Wobei, Moment. Hier. Hier. Oh, hallo. Oh mein Gott, Arschloch. Gib mir mal einen Stallion. Gib mir mal einen Stallion. Wenn ich mal ein Stallion ist, dann gib mir mal eben den Stallion. Das passt sehr gut. Ich muss jetzt... Ich muss jetzt doch bloß daran denken, dass ich nicht, wie gewohnt, hier über die Brücke in den Park fahre. Brücke, du bleibst unten. Du bleibst unten. Wir sind doch Freunde, oder? Wir sind doch Freunde. Ja, siehst du, wir sind Freunde. Gut. Nicht über den Rand darüber springen, das wäre in diesem Fall keine gute Idee. Also schön gesittet fahren. Und jetzt genau mit diesem Ding ins Parkhaus. Ich bin mir zu wirklich 100% sicher, mittlerweile auch wieder von meiner Erinnerung heraus, dass man mit dem Stallion die Parkhaus-Rally zum einen gemacht hat und dass man mit dem Stallion ins Parkhaus musste. Und während man im Parkhaus steht, muss man in das Ding einsteigen. Deswegen, ja, ich versuche es einfach nochmal. Fahren wir mal ganz gesittet davor. Und drücken verschiedene Knöpfe und es passiert nichts. Okay, fahren wir rein und machen das gleiche nochmal. Okay, es passiert immer noch nichts. Ich dachte eigentlich, es wäre wie diese Rally, also wie diese Polizeimission starten, indem man diesen Num-Knopf drückt, aber nein. Ist es dieses hier? Müssen wir hiermit rausfahren und danach vielleicht wieder reinfahren? Oder was müssen wir überhaupt damit machen? Wir fahren wieder rein. Und lassen uns von Yardies abknallen. Nee. Es ist aber auch nicht... Oh. Es ist aber auch nicht der Spezialmission-Knopf. Was ist denn das für ein scheiß Knopf, den ich hier drücken muss? Sterb, du Penner. Mein Gott. Was für einen Knopf muss ich drücken? Was muss ich hier machen? Und warum wubbert die Stange da? Arschlochstange. Ich habe hier zwei Stallions drin. Das bringt mir gar nichts. Was muss ich mit dem Ding machen? Einsteigen. Nein. Was musste ich hier nochmal machen? Das kann doch nicht wahr sein. Es stand im Internet, man muss in Stallion einsteigen und damit ins Parkhaus fahren. Was soll ich sonst noch machen? Die andere Seite kann ich höchst nochmal rein. So. Und jetzt? Nichts. Ich kann drücken, was ich will, es passiert nichts. Okay. Ich glaube ganz im Ernst. Ich muss nachgucken. Ich muss nachgucken, ohne Scheiß. Deswegen würde ich sagen, ich guck nochmal nach, was man hier machen muss. Oh Gott, zum dritten Mal oder ich habe keine Ahnung. Und wir sehen uns gleich wieder. Also Leute, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Und zwar weiß ich jetzt möglicherweise, was ich machen muss. Und zwar mich als allererstes schon mal von den Yardies fernhalten. Denn je nachdem ich das Spiel eben wieder gestartet hatte und meine Aufnahme starten wollte, wurde ich direkt mal von diesen Dingern hier kaputt gehauen. Deswegen habe ich sie einfach nochmal gestartet. Ja, es ist mein zweiter Aufnahmeversuch wieder nach meinem Cut, den ich gemacht habe. Ich weiß mittlerweile, glaube ich, was ich machen muss und ich weiß auch, wo die restlichen Pakete sind. Also, oh Gott, meine Güte. Alter. Ja, die Stadt, die geht mir mittlerweile krass auf den Sack. Und mit krass auf den Sack meine ich krass auf den Sack. Aber ich möchte etwas sagen, bevor ich jetzt weitermache und mich schon wieder aufrege. Und zwar erstmal, ich möchte eine Danksagung aussprechen. Das zum einen, und zwar an Enes Kan Uzlu. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich kann das gerade keiner Sprache zuordnen. Der mir in den Kommentaren geschrieben hat, dass man nicht mit dem Stallion in das Parkhaus fahren muss und dann irgendwie die Mission gestartet wird oder so. Nein, man muss es genau, also vor dem Parkhaus abstellen. Vor dem Parkhaus ein Stallion abstellen und dann sollte es funktionieren. Das werde ich gleich mal versuchen. Aber nur, falls es jetzt klappt, möchte ich noch eine andere Sache sagen. Und zwar, ja, ich danke dir jetzt so gesehen in diesem Video für deinen Tipp, da ich dir leider auf deinen Kommentaren nicht antworten kann, weil es kommt in letzter Zeit immer öfter vor, dass mir Zuschauer Kommentare schreiben, aber die Möglichkeit nicht so gesehen geben, dass man ihnen antworten kann. Und ich denke mal, die meisten, die machen das einfach, weil sie es nicht wissen. Und zwar bei euch in den Google Plus Einstellungen. Da könnt ihr einstellen, ob man euch auf die Kommentare antworten kann oder nicht. Und viele haben das ausgestellt. Ich weiß nicht warum, ob das durch Zufall passiert ist oder ob das damals, als es umgestellt wurde, so übernommen wurde. Ich weiß es gar nicht mal mehr. Das ist schon so lange her jetzt.
Aber ihr müsst da irgendwo einen Haken reinmachen oder rausnehmen. Ich werde euch mal in der Beschreibung genau beschreiben, wo ihr einen Haken rein- oder rausnehmen müsst, um halt die Möglichkeit wieder, ja, um die Möglichkeit halt wieder geben zu können, dass andere Leute euch auf eure Kommentare antworten können. Ja, gut. Das wollte ich nochmal eben sagen. Okay, gut, so viel dazu. Aber jetzt möchte ich erstmal gucken, ob es auch funktioniert oder ob ich mich noch weiter aufregen muss. Und zwar, ich fahre hier vor den Eingang, vor das Parkhaus fahren. Hier ist meines Erachtens nach vor dem Parkhaus. Ich steige aus. Und jetzt soll ich in den Stallion einsteigen. Es funktioniert! Vollgas im Parkhaus. Okay, es funktioniert 2 Minuten um 20 Checkpoints in dem Park. Du hast 20 Sekunden plus 5 Sekunden für jeden Checkpoint. Die Zeit läuft ab so. Ja, genau. Was? Ja, okay. Was? Die Zeit läuft ab so. Was zur Hölle? Was? Was? Warum sind da so viele? Okay, das ist unsere letzte Rally. Das ist allgemein unsere letzte Aufgabe. Danach müssen wir nur noch ein verdammte paar Pakete finden. Ich habe diese Aufgabe als einigermaßen einfach in Erinnerung, aber ich habe es ewig nie mehr gespielt und deswegen bin ich überfordert. Was? Das ist das Doofe bei GTA 3. Bei GTA 3 sieht man nicht, welche auf welcher Ebene sind. Da sieht man nur, dass allgemein im Parkhaus welche sind. Ja, das könnte eine sehr schöne... Oh mein Gott! Bums! Danke. Das könnte eine sehr schöne Aufgabe werden. Aber wie gesagt, das ist schon unsere letzte. Und ich glaube, ich habe da hinten einen vergessen, oder? Na, ganz hinten. Egal, fahre ich auf der anderen Seite hoch. Ja, es ist mittlerweile unsere letzte Aufgabe. Und warum müssen wir dafür einen Stallion haben? Kann ich nicht mal eine Rallye mit einem Infernus machen? Oder einem Cheetah oder irgendwas in der Art? Warum müssen wir für alles immer Bumsfahrzeuge haben? Und wie viele Sekunden kriege ich eigentlich für einen Checkpoint? Hä, Moment mal. 5, 4, 3. Ich krieg 5 Sekunden. Das ist ja herzallerliebst. Habe ich einen vergessen? Nein! Wunderbar! Nein! Oh, okay. Es sind 12 von 20. Das könnte sogar machbar sein. Obwohl einer, der scheint irgendwie außerhalb des Parkhauses zu sein. Zumindest sieht es danach aus. Und ich hoffe auch mal sehr, dass ich unten keinen vergessen habe. Da war noch einer. Moment mal. Ist da hinten einer in der Luft? Erstmal fahre ich hier lang und hole mir den hier. Es sind noch... Das könnte sogar klappen, ohne Scheiß. 2? Ja, der ist in der Luft. Das muss ich über die Rampe springen. Okay, das könnte noch ein bisschen übel werden. 5 Sekunden. Schön Bogen nehmen. Nee, das ist schon. Nein. 0. Was? Ich bin doch gesprungen. Verdammte Kacke, noch 1. Okay, aber ich weiß, wie es funktioniert. Ich glaube, ich brauche einen neuen. Ja, da macht die Polizei natürlich gar nichts, wenn ich hier mit auf der Straße von diversen Yardies angegriffen werde. Kann ich den... Moment mal, kann ich den letzten zuerst nehmen? Nee, kann ich nicht, weil die Zeit läuft ab sofort. Die läuft nicht, abdem ich den ersten Checkpoint abfahre. Ja, dumm. Und hier steht ja auch irgendwie kein einziger Stally mehr drin. Ja, das ist so ein bisschen blöde. Hier steht ja echt gar nichts mehr. Hallo, hier waren doch sonst immer so viele Stallions. Wo sind die alle hin? Aber ja, es ist unsere letzte Aufgabe. Unsere letzte, nicht nur eine reguläre Aufgabe, ist das gar nicht mehr. Ist allgemein unsere letzte Aufgabe. Und ich habe mittlerweile auch ausfindig gemacht, wo die Standorte der letzten... Ich glaube, uns fehlen noch 8 Pakete. 8 oder 7 Pakete sind. Und Leute, ja, das war ein ziemliches Drama. Denn ich dachte mir so, ja, lädst du dir mal eben so eine Karte aus dem Internet runter und guckst du mal eben drauf, wo die Pakete sind, die du noch nicht mitgenommen hast. Ganz einfach aus dem Grunde, weil ich dachte, ja, so lange ist das LP ja noch nicht her, also seitdem ich es angefangen habe, ein Jahr. Du wirst dann mit Sicherheit noch wissen, welche du mitgenommen hast und welche du noch nicht mitgenommen hast. Ja, und dann habe ich gesucht. Und dann habe ich eins gefunden, beziehungsweise so im Sinne von, ich habe auf die Karte geguckt und gedacht, ah genau, das hast du noch nicht. Und das hast du noch nicht. Und das hast du auch noch nicht. Und bei den 97 anderen dachte ich dann allerdings, die habe ich aber alle schon. Nimm den Stallion mit, Claude. Nimm den Stallion mit. Die habe ich doch alle schon. Ja, und deswegen, das ist so ein bisschen blöde. Denn somit durfte ich dann die ganzen 100 Standorte der Pakete nochmal abfahren. Ja, okay. Steigen wir ein, steigen wir wieder aus, steigen wir wieder ein. Ja, ja, du mich auch. Was? Warum startet das nicht? Ach, weil ich Stern habe. Ich darf keinen Stern haben, glaube ich.
Ja, dann dachte ich mir halt, zuerst dachte ich mir, es ist ganz einfach, ich muss einfach nur gucken, wo ich doch nicht war. Aber nein, ich muss letztendlich jeden verbumsten Paketstandort abfahren, weil ich am Ende nicht mehr wusste, welche ich hatte, welche ich nicht hatte. Und das ist ziemlich scheiße. Das hat mich eine ziemlich lange Zeit gekostet. Aber ich habe sie mittlerweile alle gefunden. Deswegen können wir uns jetzt getrost auf in den Endspurt machen. Gott. Was bedeuten soll, dieses LP wird wahrscheinlich keine... Was ist denn das? Ah. Halt die Schnauze! Geht das einmal pro Tag oder was? Gott. Was? Was? Spiel, willst du mich ja, komm mal, die Klappe. Ich weiß es. Ich würde gerne... Ja, ich hab's gesehen. Ich würde gerne anfangen. Dankeschön. Ist das hier auch wirklich der erste? Ja, ich glaube, es war der erste. Oder? Ja, da hätte es keiner. Okay. Jetzt kann ich da ein bisschen gezielter angehen. Ach, da ist noch einer. Denn beim letzten Mal hat ja an sich gut geklappt. Nur, ich wusste nicht mehr... Oh, hier steht das Stallion wieder hier. Vielen Dank. Ich wusste nicht mehr, dass man für den letzten mit Anlauf springen muss. Das hat mir so ein bisschen... Ich habe mich ja so ein bisschen out of time gehauen. Aber das Gute ist ja, sie ist an sich nicht schwer, diese Aufgabe. Ja, natürlich. Außer das Auto steht direkt im Checkpoint drinne. Oh, komm. Oh, leck mich. Warum macht man ein Checkpoint in ein Auto? Wer denkt sich sowas aus? Was für ein sadistisches Monster muss das sein? Oh, gar nicht. Jetzt bin ich ja schon wieder bald im Minus. Na gut. Da ist auch einer. Was wollte ich gerade sagen? Aber ja, ich denke, dieses LP wird unter 100 Parts bleiben. Doch wenn ich das hier gerade so sehe, dann lässt es mich wieder so ein bisschen vermuten, dass es doch über 100 Parts kriegen könnte. Das ist Part 96. Aber nein, also normalerweise sollte es nicht mehr so lange dauern, die letzten paar Sachen hier zu erledigen. Ich wollte auch noch einen Rundflug mit dem Dodo machen, habe ich gesagt. Ich habe mir gedacht, das wäre ein schönes Resümee. Also nein, nicht das mit dem Dodo fliegen, aber ich könnte mein Resümee schön währenddessen halten, während ich mit dem Dodo so einen kleinen Rundflug mache. Dabei kann ich auch noch einige Glitches zeigen. Denn ja, ich wurde von jemandem gefragt, wie viele Glitches ich in dem Spiel kenne. Und ich konnte darauf nicht wirklich antworten, weil ich nicht so viele kannte, aber allein durch diesen Flug. Komm jetzt, mach, mach! Ja, 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 nein, doch! Ey, das ist cool. Kaboom! Das war cool. Okay, wir haben es zum zweiten Mal geschafft. Also, ich wurde gefragt, wie viele Glitches ich in dem Spiel kenne, und mir sind nicht viele eingefallen, aber alleine durch diesen Dodo-Flug werden wir mehr Glitches sehen, als uns eigentlich lieb ist. Ja, Leute, das garantiere ich euch. Aber mehr dazu später. Jetzt müssten wir rund 99% haben. Ich gucke nochmal in unsere Statistiken. Wir sind immer noch Vize oder Weiß oder was auch immer es bedeutet mit 99% und uns fehlen noch 8 Pakete. Wunderbare Sache. Oh. Okay. Dann fahren wir sie mal ab. Ich habe sie mir hier notiert. Einen Moment. Und zwar, es geht in Portland los. Ich habe eins, glaube ich, in Portland vergessen. Ich hätte nie gedacht, dass ich in Portland mal ein Paket vergessen würde, aber doch. Und es ist auch noch im Gebiet der Mafia. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Ich glaube, wir sind sogar... Upsi, ja, man sollte, wäre man fertig, unbedingt auf seinen Zettel gucken. Es sind, glaube ich, sogar insgesamt 2 oder 3, die ich alleine in Portland vergessen habe. Fahrzeug? Nein, du nicht. Mit dir stelle ich mich lieber erstmal so ein bisschen hütig. Ja, ja, scheißegal, ich bin dann Idaho einfach. Wobei, eine andere Sache noch, und zwar ist noch Pakete, die ich sammeln muss. Und dann halt der Dodo-Rundflug. Aber... Noch eine andere Sache, und zwar, ich wurde gefragt, und zwar von... Oh, kriege ich das jetzt auf die Reihe? Ich glaube, der Name war Christos Alinikanidis oder so ähnlich. Ist eigentlich auch egal, weil du hast gesagt, ich kann dich Christos nennen, deswegen bleibe ich einfach mal bei Christos. Klingt im Übrigen leicht griechisch, der Name. Und zwar hast du mich gefragt, ob ich einen Part machen kann, komplett über Cheats und sowas. Um einfach mal hier die Cheats in dem Spiel zu zeigen. Und ja, das würde ich sogar sehr gerne machen, weil einige Cheats in diesem Spiel so gesehen, die sind total bescheuert und sehen unglaublich geil aus.
Deswegen würde ich vielleicht auch noch mit ein paar Glitches einfach mal noch einen extra Part machen am Ende. Nachdem ich das Spiel durchgespielt habe. Einfach nur für Cheats und Glitches soweit. Also keine Sorge, du hast mich irgendwie bei Part 90 gefragt oder so. Ja Leute, ich überlege gerade, wo nochmal das Paket war. Ich glaube, das war hier. Ja genau, Bitchin' Dogfood Fabrik, hier war das. Ja, du hast mich gefragt, ob ich da einen Part zu machen kann. Und ich habe es nicht vergessen. Ich mache es jetzt nur halt am Ende des Spiels so gesehen. Ja. Und zwar hier, er war unser mehr oder weniger erster Auftraggeber. Die Bitchin' Dogfood Fleischfabrik. Hier habe ich ein Paket vergessen. Und zwar ganz genau hinter der Fabrik. Ja. Da wäre ich, glaube ich, nie drauf gekommen, dass ich das Paket hier liegen lassen habe. Weil das war eins von den Paketen, wo ich gedacht habe, unmöglich. Das hast du mitgenommen. Sonst, wenn ich GTA 3 spiele, ist das immer eins der ersten Pakete, die ich überhaupt mitnehme. Und jetzt habe ich es einfach vergessen. Okay. Und das Schöne ist auch, wenn man genau hinhört, wie jetzt gerade zum Beispiel, man hört richtig, wie sie da drin die Menschen auseinandersägen. Das ist doch schön, oder? Ja, das ist toll. Das ist sowas, das freut mich. Irgendwie. Naja, wie muss sein. Gut, das wäre Paket Nummer 1 gewesen. Das war zwar nicht in St. Marks, aber unser St. Marks Paket wird wahrscheinlich das nächste sein. Hier vorne gibt es Health. Genau hier. So. Gut. Und ich wäre auch wirklich froh, wenn ich bei dieser Aufnahme nicht angerufen werden würde. Denn ich erinnere mich so an die letzten... Oh, das ist ein Scherz, oder? Das ist... sorry Leute, ein Moment, das darf nicht wahr sein. So Leute, da bin ich wieder. Das ist unglaublich, es ist unglaublich, ich sag's gerade noch. Ja, wer war's letztendlich? Wollte zum Nachbarn. Wollte zum Nachbarn. Wie wär's denn dann, wenn man beim Nachbarn klingelt? Hallo? Wo wollte ich hin? Nach St. Marks. Ey, ohne Scheiß. Ich habe jetzt meine Klingel ausgestellt. Ich habe mein verbumstes Telefon ausgestellt. Und wenn's an der Tür klopft, werde ich die Polizei rufen. So sieht das nämlich aus. Gut. Ich weiß nicht mal mehr, worüber ich gerade gesprochen habe. Wahrscheinlich war es nicht wichtig. Ich wollte irgendwie nach St. Marks. Ja, genau. Nee, ich weiß natürlich, ich weiß genau, worüber ich gesprochen habe. Und zwar immer. Alter, ich glaube, in den letzten 4 oder 5 Aufnahmen hat es entweder an der Tür geklingelt oder am Telefon. Also das Telefon hat geklingelt. Wenn ich GTA aufnehme, was ist das? Ist, oh. Oh, aber ja, gut. Oh, halt. Hier müssen wir hin. Und zwar gibt es hier das Paket, genau hier unten. Augenpaket, wo ich dachte, ich hätte es 100% mitgenommen. Habe ich aber nicht. So, hier ist es. Gut. Das wäre das gewesen. Dann gibt es noch eins in Chinatown. In Chinatown. Ey, das, wie einem das wieder die gute Laune verhageln kann. Unglaublich. Wir wollen zum Nachbarn. Voll zum Nachbarn. Auf meiner Klingel steht mein Name. Und auf der Nachbarsklingel steht des Nachbars Name. Verdammte Kacke. Ich reg mich nicht auf. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Ich bin ganz ruhig. Ich bin... Ja, stirb, du Sau. Ich bin ganz ruhig. Es ist alles wunderbar. Ich brauche ein Banshee. Oh, heilige Schande. Es gibt ja noch ein drittes Paket, welches ich auch in Portland vergessen habe. Und zwar ist das in Chinatown. Und zwar auch ein Paket, von dem ich mir sicher war, dass ich es bereits mitgenommen habe. Und zwar ganz genau dort, wo die Waschmaschine und die Kartons stehen. Ja. Nur was ich hier nicht mehr so ja, im Blick hatte, kann man einfach mal sagen. Das ist, dass es dort 2 Orte gibt, an denen Waschmaschinen und Kartons stehen. Und an beiden Orten gibt es ein Paket. Und zwar einmal hier. Und dieses Paket habe ich mitgenommen. Aber es gibt noch einen weiteren Ort, wo hier Kartons stehen. Und zwar ganz genau. Jetzt lass mich lügen. Nein, da nicht. Ganz genau. Hier. Und zwar ist hier noch ein weiteres Paket. Somit hätten wir jetzt 95. Yes. Okay, dann fehlt mir ein einziges nur in Staunton Island, was mich ziemlich verwundert, weil ich schon immer fand, dass die Pakete in Staunton Island die schwierigsten sind. Zumindest so vom Finden her. Nur ich musste doch feststellen, dass ich in Staunton Island nur ein einziges vergessen habe. Ja, das ist vielleicht der Effekt, weil wenn irgendwas ziemlich schwer zu finden ist oder allgemein ziemlich schwer ist, das merkt man sich dann. So dass ich mir diese Pakete dann gemerkt habe. Die halt in Staunton
Okay, das lief jetzt nicht so, wie es laufen sollte, aber ich lebe noch.